So, moin, moin zurzeit berichten die Medien über einen riesigen Datenleck. Dieser Leck betrifft Politiker, Parteien, Satiriker, aber auch YouTuber. Das Ganze hat Mitte Dezember angefangen. Mitte Dezember hat ein Twitter-Account täglich neue Leaks veröffentlicht, aber hatte keine Aufmerksamkeit bekommen. Also, sprich, dieses Thema haben wir eigentlich schon seit Dezember. Nur zu dem Zeitpunkt wusste eigentlich niemand was davon. Allerdings wurde gestern Abend der Twitter-Account von dem YouTuber Simon Unge gehackt. Dieser Account hat 2 Millionen. Follower. Und in Folge wurde dieser Account eben dazu missbraucht, diese Leaks zu veröffentlichen. Da er ja auch so viele Follower hat, hat das auch ganz schnell die Medien erreicht, die Journalisten erreicht und dann auch die Politiker erreicht. Und dadurch wurde dieses Thema in die Öffentlichkeit getragen, sodass wir es nun mit einer großen Berichterstattungsvielfalt zu tun haben. Neben den ganzen Prominenten und Politikern sind eben auch YouTuber betroffen, sogar eine ganze Reihe von YouTubern. Auf unterschiedlichen Seiten findet man hier Leaks über diese YouTuber. Hier wurden Adressen geleakt, hier wurden Handynummern gelegt, hier wurden Ganze Adressbücher geleakt, hier wurden Geburtsurkunden geleakt, hier wurden Personalausweise geleakt, hier wurden Chatverläufe geleakt. Und neben den YouTubern sind auch Multichannel-Netzwerke betroffen, darunter Studio71 und Tube One. Auch hier wurden interne Dokumente veröffentlicht und auch eben interne Korrespondenz. Ein besonderes Ziel ist das Funknetzwerk geworden und auch die darin vorhandenen oder dahin verpartnerten YouTuber. Was bei einem großen Teil der YouTuber-Leaks auffällt, hierbei handelt es sich quasi um recycelte Leaks. Die Dinger, die Informationen, die gibt es schon seit Jahren, sind diese Informationen im Umlauf. Also hierbei haben wir es zumindest im großen Umfang nicht mit aktuellen Informationen zu tun. Wohingegen es aber auch wieder vereinzelt YouTuber gibt, wo wir es zumindest mit paar Monate alten Leaks zu tun haben. Von daher kann man sagen, dass diese alten, gezielten Angriffe gegen YouTuber, die vor einigen Jahren eine Rolle gespielt hatten, doch auch hier mit eingeflossen sind. Anders sieht es zum Beispiel bei den Politikern aus. Hierbei handelt es sich um aktuellere Informationen und auch anders sieht es bei Funk aus. Auch hierbei handelt es sich um relativ aktuelle Informationen, welche aber auch schon knapp ein halbes Jahr alt sind. Was im Besonderen auffällt, die Parteien, die im Bundestag vertreten sind, sind allesamt betroffen, außer die Partei AfD. Zurzeit gibt es eine Krisensitzung im Cyberabwehrzentrum und dieses Cyberabwehrzentrum soll die Bundesministerien bzw. die Bundesbehörden hierzu auch koordinieren. Inzwischen wurde der Twitter-Account, auf welchem diese Daten veröffentlicht wurden, von Twitter selber gesperrt. Laut der Bundesregierung sollen keine sensiblen Daten aus dem Kanzleramt veröffentlicht worden sein. Und es wird inzwischen darüber gestritten, ob es sich hierbei vielleicht um eine politisch motivierte Aktion handeln könnte. Sicherheitsexperten sprechen davon, dass wir es hier mit einer sogenannten Fleißarbeit zu tun haben. So heißt es von Christoph Fischer, der der DPA-Mitglied hat, Zitat, da hat jemand offenbar mit viel Fleißarbeit versucht, E-Mail-Accounts zu öffnen. Anscheinend wurde hier nicht eine große Quelle angegriffen, sondern es wurden von allen möglichen Seiten Informationen zusammengesucht. Hierbei kann auch Social Engineering eine Rolle gespielt haben. Aktuell haben die Grünen eine Ausschuss-Sondersitzung im Bundestag beantragt zu diesem Thema. Das Innenministerium ist sich jedenfalls nicht sicher, woher diese Daten kommen und die Bundesregierung hat noch dazu mitgeteilt, dass sämtliche Ebenen betroffen sind. Europaebene, Bundesebene und Landesebene. Und es wurden auch schon Strafanzeigen gestellt. Die FDP hat juristische Schritte eingeleitet. Äh, Hasselmann und von Notz, beide von den Grünen, haben eben so Strafanzeige gestellt. Und nun prüft der Generalbundesanwalt dieses gesamte Verfahren. So, also wir müssen festhalten, der Angriff wurde spät bemerkt. Das Ganze ging Mitte Dezember los. Ähm, gestern Abend bzw. heute Morgen wurde der Angriff dann bemerkt, weil eben der Twitter-Account von Simon Unge gehackt wurde. Und über diesen Twitter-Account wurden dann eben diese Leaks verbreitet. So, und nun stellt sich die Frage, wo Woher das Ganze kommt. Also hier gibt es dann schon Spekulationen auch von Behördenseite, dass das eventuell aus Russland kommen könnte. Ähm, wir hatten in der Vergangenheit ähnliche Fälle, die jetzt nicht unmittelbar Politiker betroffen hatten, aber YouTuber betroffen hatten. Und hier ging es anscheinend damals von deutschsprachigen Hackern aus. Nur hier stellt sich eben die Frage, ob diese damaligen Doxing-Leak-Aktionen etwas mit diesem heutigen... Thema zu tun haben können. Oder ob das Vorgehen nur durch Zufall sehr ähnlich wirkt. So, das ist jedenfalls der aktuelle Stand der Dinge. Ich werde euch hierzu weiter auf dem Laufenden halten und bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.